Hi ho, Digi und Doppelwurf. Willkommen beim zweiten Part von Amnesia. Ja. Wir haben damit aufgehört, dass wir diesen Stuhl vorgeschickt haben. Im Moment hat sich noch nichts getan. Ich denke mal, dass die Luft rein ist. Gehen wir doch einfach mal gucken. Ich hoffe, die Kakerlake ist weg. Nein, ist sie nicht. Schade. Scheiße. Ach, hier ist nur eine Tür. Ah, toll. Eingangshalle. Betreten wir die Eingangshalle. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie beim Konsulat in Konstantinopel. So, ich denke mal, dass es gleich langsam losgeht hier. Umzulaufen halte Shift, ja, das weiß ich bereits. Mir geht's glasklar. Wunderbar. Dabei bin ich nicht mehr aus Glas. Ach, okay. So, was müssen wir machen? Ich habe leider keinerlei Orientierung. Irgendwie läuft es ein bisschen langsam, oder? Na, boah, es geht. So, geht doch. Ich habe echt das Gefühl, dass es etwas langsam läuft. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Jo. Super. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen langsam läuft. Keine Mementos verfügbar. Ja, schön. Okay, warte. Wir haben hier drei Wege. Also nach oben, nach unten oder nach da. Das glaube ich auch noch was. Okay, vier. Ich weiß nicht. Wir gehen nach oben. Ja, ein typischer, klassischer Kinderabzählreim, das hilft immer. Wenn ich immer zwei Möglichkeiten habe, werfe ich eine Münze. Was tust du? Scheiß Maus. So. Eine Tür, die ist verriegelt. Schön. Steine. Schön. Ich habe schon lange keine Steine mehr gesehen. Hier haben wir eine rote Samttür. Das sieht gut aus. Was ist das? Das ist ein Untergang. Archive. Schwierig. Wo soll ich lang? Egal, ich nehme diese rote Tür, die sieht so einladend aus. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Okay. Ja, genau. Wieso habe ich jetzt in meinem Kopf ganz viele Assoziationen? Librirari. Hört sich gut an. Kakerlaken. Was soll ich tun? Was? War da was? Achso. Nur so eine billige Figur. Ich habe genug davon zu Hause im Regal stehen. Wäre mir lieber, wenn es so eine Anime-Figur wäre. Dann hätte ich sie mitgenommen. Da ist nix. Da ist noch Kakerlake und Spinnnetze. Ekelhaft. Katalogie. Oh, okay, Katalogie. Vielleicht finden wir hier ein paar Kataloge von einem Möbelhaus oder so. Nein, stattdessen finden wir eine Notiz. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brandenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brandenburg, meine Dienste von dem preußischen Königs auf sowie dem Kochen des Schwarzen Atlas. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerich.
was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Oh, doch, ich weiß es. Einen Moment. So, Problem gelöst. Wieso habe ich auf einmal das Gefühl, ich würde durch Glasblau... Glasbausteine gucken. Wieso habe ich auf einmal dieses Gefühl? Ist das wegen diesem Wind, der erzeugt wird, wenn die Luft an so einer Glasbausteinbrille vorbeiläuft? Oder ist es dieses schwere Gefühl, das ich so habe im Kopf? Oder liegt es einfach an dieser komischen Optik, die mittlerweile wieder weg ist? Wir werden es nie erfahren. Es ist und bleibt ein Rätsel. So. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit, wir ein bisschen Feuer. Kann ich das hier nehmen? Na, anscheinend nicht. Oder? Komm schon. Ach Gott, damit ich auch schon wieder nicht geguckt, wenn ich aufgenommen habe. Egal. Schlimm, Studie. Ja, Studie. Ich hasse Studien. Studieren ist schlimm. Man hat es nur gemacht, weil es alle gemacht haben. Bin ich jetzt gebückt? Kommt mir das nur so vor? Nee. Dann ist das einfach nur eine sehr hohe Kommode. Eine sehr große Kommode mit hübschen weißen Kleidern. It's gotta be sunshine. Sunshine. Endlich sind sie fertig. Meine Memoiren geschrieben mit roter Tinte. Oh, Algengrütze, eine Zünderbüchse. Bücher. Ach, das ist ewig diese Pflanzenbücher, ätzend. Ist da was? Nein, okay. 16. März 1839. Die sengende Sonne Afrikas erschwert unsere Expedition weiterhin und macht es uns unmöglich, vor einem Bruch der Dunkelheit zu graben. Wie Professor Herbert es geschafft hat, die Stelle an diesem weiteren Ebene nicht zu finden, bleibt mir ein Geheimnis. Als ich ihn erneut nach dem Grab fragte, erzählte er mir von der Legende von Tin Shakayan, unserer aller Mutter. Eine an sich durchaus interessante Geschichte, aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. But I can't help feeling there's more. Später am Nachmittag entdeckten wir einen Durchgang unterhalb der Dünen, der zu einem sandbedeckten Steinbau führte. Der Professor ist an sich sicher, dass es sich dabei um das Grab handeln muss und ließ den Weg freimachen. Bis später in die kalte, dunkle Nacht, morgen soll ich die Männer in den alten Steinbau führen und werde hoffentlich die Grabkammer finden. Egal, was der Professor von mir verheimlicht, die Ausgrabung sollte etwas Interessantes zum Vorschein bringen, was sich lohnt, mit nach London und das britische Museum zu nehmen. Cool. Wäre vielleicht auch schön, wenn man das hier so ein bisschen in, was war das? Afrika spielen könnte. Weil ich jetzt halt nur wegen dieser... Ja, Türen. Freund und Helfer. Genau wie die Polizei. Funktionieren nie, wenn man sie braucht. Erstmal ein bisschen lichter machen. Was haben wir hier? Ich habe das Gefühl, ich verlaufe mich hier unwahrscheinlich. Machen wir mal zu. Okay. Licht an. Licht an, sagte ich. Geht doch. Ich habe jetzt das Licht umsonst angemacht, dann kriege ich aber Krise hier. Ich habe das Licht umsonst angemacht, ne? Zeig mir, dass ich das Licht umsonst angemacht habe. Ist da oben irgendwas? Nein, da oben sind Boxen. Hier muss doch irgendwas sein, verdammt nochmal. Ah, geht doch. Und hier ist eine Truhe. Oh, diesmal hat es sogar geklappt. Ah, Sie haben eine Zunderbüchse erhalten und Öl erhalten. Legen Sie auf B, um sie benutzen zu können. Schön. Ja, ziehen.
So, was haben wir jetzt? Da ist wieder eine Kommode. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Orientierung wie eine Kuh auf der Weide, aber das tut nicht zur Sache. Das wird wahrscheinlich nur dieses Let's Play um Stunden in die Länge ziehen. Bin ich von da schon gekommen? Nein, von da bin ich noch nicht gekommen. Was haben wir hier? Hieß ihr Geschichte, genau. Ort der Geschichte. Sie lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Ich hoffe, wir werden das nicht erfahren. Ich hasse Geschichte. Geschichte ist scheiße. Ich habe Geschichte immer gehasst. Ich war so schlecht in Geschichte. Ich habe es direkt abgewählt, als ich bemerkt hatte, so nach der zweiten Klasse. Mein Scheiße, bin ich schlecht. Ich bin so schlecht. War ich hier? Ja. Gucken, was die. Oh ja, das kenne ich. Hier war ich schon. Also ich laufe im Kreis. Wow. Nichts Neues für mich. Ein Kamin. Schön aussehen mit Bäumchen. Zugebretterte Fenster. So nach dem Yin-Yang-Prinzip, ne? So würde ich mein Zimmer auch einrichten. Alle Fenster zumauern. Wo bin ich gekommen? Ich glaube von der mittleren Tür. 1, 2 oder 3. Steine! Stein, 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 Stein. Ja, hier haben wir noch mehr Öl. Wieso benutze ich es eigentlich nicht? Ich glaube, ich bin einfach nur sehr, sehr geizig, so wie ich es immer bin. Ich bin fürchterlich geizig. Besonders fürchterlich geizig, wenn ich schon wieder die Orientierung verloren habe. Eine Schriftrolle. Vielleicht bringt sie mir eine Wasserbändiger-Technik bei. Das fände ich cool. Noch mehr. Nein, so. Oh. Verarschen kann ich mich auch selbst hier. Tabulae. Steine. Sollte das jetzt von diesem Raum herauskommen? Die Indekoration lässt das zu wünschen übrig. Also nur davon ganz abgesehen. Aber wie kommen die Steine da durch, wenn das doch eigentlich abgebrettet ist? Oder von wo kam dieses Geräusch jetzt her? Dam, dam, dam. Nix. Nix. Schlicks. Oh, doch was. Kein Schlicks. Schlicks. So. Flotte zugezeckt, so. Da, ich kriege noch eine steife Schulter. 17. Mai 1839. Meine Hände zittern beim Schreiben. Ich habe das Bedürfnis, meine Kummernibel zu schreiben, denn ich befürchte, mein Gedächtnis wird mich im Stich lassen, wenn ich es nicht tue. Dafür gibt es Tagebücher. Da habe ich mit 2 Männern den dunklen Hattendurchgang erkundet, den wir entdeckt haben. Unsere Fackeln brannten schwach in der undurchsichtigen Luft, als wir langsam hinabstiegen. Die Männer waren abergläubig und ängstlich. Sie stritten laut, stark und ich hielte ihre merkwürdige Sprache nicht mehr aus. Ich sammelte mich und schrie sie um. Ich sollte weiter den Weg in uns zerbrochenen Stufen hinabsteigen. Immer diese ausgehen, aber der grob angelegte Durchgang bewirrte mich. Er sah viel älter aus als der Blaus im 14. Jahrhundert, den wir erwartet hatten. Der verschlungene Pfad endete in einer großen Vorkammer. Die Wände waren mit Statuen dekoriert. Die haben so sahen als alle anderen, was ich bisher gesehen habe. Trotz ihres unheimlichen Aussehens kamen sie mir seltsam vertraut vor. Dieses merkwürdige Gefühl habe ich auch jetzt noch. Am hinteren Ende der Kammer verschloss eine riesige Steinspalte, was auch immer dahinter lag. Ich verließ die Steinplatte daneben und lass mich durch zwei Gefieder, bla bla, Schwein plötzlich zurück, bla, Schloss, bla. Ja, ich wurde gefangen. So, tut mir leid, dass ich dir mal eben das Wort abgeschnitten habe, aber das ist mir jetzt Schnuppe. Stern wie Schnuppe. Jetzt habe ich wieder die Glasbausteinbrille auf. Cool. War ich hier? Was ist das?
Was passiert hier? Was passiert hier? Ein großer Teil des Schlosses ist halten. Achso. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. Okay. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Alles klar. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, ja, warum bomben die das Haus nicht weg? Aber damals gab es ja anscheinend noch keine Bomben. Aber wahrscheinlich würde dieser Schatten selbst diese Bombe überleben. Die Kakerlaken ja sowieso. Leider. So nach dem Thema, mein Gott, ich würde mir noch schwieriger los als eine Kakerlake. Warte mal. Notizen. Ja. 17. Mai. Was war nochmal die Taste jetzt dafür? Ich weiß es nicht mehr. Ich klicke einfach mal eben alles durch. Oh, die Lampe, ja, das ist eine gute Idee. Komisch. Egal. Ich glaube, ich brauche noch eine Notiz, oder? Das ist if you ein Memento. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen? Nein, das. Ich muss einen neuen Weg hier rausfinden. Ach so, muss ich? Oh, ach, ich bin wohl von hier gekommen. Ah, ja, okay, dann leuchtet das ein mit dem Stein. Ja. Kakerlaken. Was haben wir denn hier? Ein Loch in der Wand. Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Für Jackie Chan ist alles möglich. Tabule. Wahrscheinlich finde ich hier irgendwas. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, genau, ein Stein. Stein. Das ist eine super Idee. Steine sind cool. Kann ich einen nehmen? Nein? Oh. Ah doch. Scheiße. Damn it! Komm her. Komm her. Komm zu Papi. Komm her. Komm. Sei ein lieber Stein. Ich nenne dich Herbert. Herbert ist ein toller Name für einen Stein wie dich. Du siehst aus, als könntest du ein Herbert sein. Herbert! So geht das nicht, Herbert. Du musst das mit mehr Gefühl machen. Und so. Vielleicht ist der Stein zu klein. Vielleicht muss ich mal den großen Herbert holen. Ich weiß nicht. Da! Was sollte das denn? Das steht nicht mit der Hand. Und es ging mit der Hand, ihr seid. Ja, da! Ihr seid doch alle doof. Noch eine Sequenz. Ich fühle mich gerade extrem verarscht. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Okay. Ich bin immer vorsichtig. Es gibt eine Art geheimen Mechanismus. Ist lecker. Kriegt man in jedem Supermarkt. In der Tür zum Geschichtsraum. Gut, ich würde sagen, was war das? War da jetzt schon wieder was? Wollen wir erstmal diesen Mechanismus finden? Ja, wir finden erstmal diesen Mechanismus. Da ist noch eine Notiz. Nehmen wir diese Kiste, die sieht gut aus. Bam! Bam! Sinnloser Randalismus. Ist doch immer wieder erfrischend, erquickend und einfach toll. Und jetzt komme ich nicht. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sage nun wobene Ort Altstadt. Ja. Wieso nennt man einen Ort Altstadt?
Egal. Liegt mitten in der Welt der Ostpreußen, seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge mit ihrem dazwischenliegenden Zähnen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht, aber Gläubel hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei den Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichte zu erzählen, doch gibt es etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler, die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die bei ihrem Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihre Wesen veränderten sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, den sie sehen konnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stellen. Man kann ihre Opfer und ihr Leben kämpfen hören, im feuchten Lehnensacken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Vielleicht lernen wir es auf der nächsten Seite. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in der Welt dann besuchte? Und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron, wie viele Seiten sind das noch? Okay. Der Baron von Brandenburg gerät mit seiner Familie in ein zurückgenehmendes Leben auf seinem Schloss Neue Altstadt. Und wie es bei den meisten adligen Geborenen der Fall ist, hat er auch nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er ein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstimmung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seiner Nachkommen konnten daher nie wieder vollständig dokumentiert werden. Dies führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam. Während der Zeit der Besetzung hier erlebte und wie die große Führer des Landes den begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Wir bedanken uns bei Ihnen für diese kleine Geschichtsstunde und ich würde sagen, wir riechen uns im nächsten Part. Bye bye! Ah, das passt ja meine Lernpass aus. Morgens halb 10 im Geschichtsunterricht. Ich liebe einfach die Creme bei einem Oreo. Du spinnst, der Keks ist der beste Teil. Creme! Keks! Creme! Keks! Wie? Ihr wisst nicht, was ein schwarzes Loch ist. Das hier ist ein schwarzes Loch. Es ist hier auf dem Boden. Man hat hier eine Leiche reingeworfen, weil das Blut hier an der...